Le Mans Ultimate. Wahrscheinlich eine der heiß begehrtesten Alphas im Simracing-Bereich. Also schon möchten alle fahren. Ist ziemlich geil. Macht echt viel Spaß. Aber es fehlen so ein, zwei Dinge. Was fehlt denn so? Zum Beispiel haben wir keinen Spotter im Game. Und so sieht das auch manchmal aus, wenn wir fahren. Also ich hatte jetzt schon die ein oder andere Begegnung mit ein, zwei ja, netten Menschen auf der Strecke, die mich einfach irgendwo ins Nevada geschoben haben. Weil ich vermute, dass sie nicht wissen, dass ich da war. Glücklicherweise gibt es von Crew Chief das gute Programm hier, eine Beta-Version. Und diese Beta-Version funktioniert mit Le Mans Ultimate. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dir das hier runterladen, du darfst alles einstellen, deinen Sound hier einstellen und dann kannst du dir den guten alten Crew Chief nach Hause holen und der gibt dir die Informationen, die du so gewohnt bist von anderen Simulationen. Dann gibt es noch so die Kleinigkeit, dass wir keinen visuellen Spotter haben, beziehungsweise so ganz viele Dinge irgendwie so ein bisschen fehlen, also wenn man das nicht gewohnt ist. Und der ein oder andere von euch da draußen fährt ja in der Regel mit Custom Overlays. Also sprich Race Labs, iOverlay für iRacing und was es nicht alles noch gibt, Caps gibt es auch noch. Also es gibt super, super viele Programme und die haben jetzt nachgezogen. Denn es gibt hier mehrere Möglichkeiten, mittlerweile in LMU Overlays zu... Herr Gierke ist gerade die schnellste Runde gefahren. Dankeschön. Also es gibt jetzt die Möglichkeit, nachdem viele nachgezogen sind, Overlays zu benutzen. Ich zum Beispiel bin ein großer Fan von Race Labs. Und Race Labs hat jetzt nicht nur R-Factor 2... AC, ACC, F1 und iRacing. Nee, es gibt jetzt auch LMU. Und hier kannst du wirklich alles, was du willst, haben, einstellen. Wie ihr jetzt seht, sind hier gerade die Relatives aufgegangen. Du kannst hier die Standings aufmachen. Also du kannst hier wirklich alles, was du willst, hier anmachen, einstellen. Du kannst hier dein Blindspot kannst du auch anmachen, ne, wenn einer neben dir ist und du den eventuell nicht siehst. Du kannst hier das Radar anmachen, die Leisten, dass du siehst, wo Leute neben dir sind. Und falls du Interesse daran hast, packe ich dir auch unten in die Videobeschreibung. Ich habe das Ganze schon mal für ACC gemacht. Das ist schon sehr komplex, was man da alles machen kann. Und da könntest du dir dann anschauen, wie du hier das Overlay einstellst. Dann gibt es noch ein weiteres Overlay, das nennt sich Tiny Pedal. Dazu möchte ich dir aber gar nichts sagen, sondern ich würde dich gerne zu meinem werten Kollegen Dan Suzuki verweisen, denn der hat dazu ein sehr, sehr schönes Video gemacht, der dir dort erklärt, wie das funktioniert und wie du das einrichten kannst. Also falls du da Interesse dran hast, packe ich dir auch den Link dazu in die Videobeschreibung und dann kannst du dir von Dan vielleicht Tiny Pedals angucken. Und dann haben wir noch eine Kleinigkeit, da sind ja auch so die ein oder andere, ja, der ein oder andere ist da auch so ein bisschen hinterher und das ist so Telemetrie, Bus-Shaker, Dashes, den ganzen Kladderadatsch. Und wir wissen alle, einige von uns sind nicht immer so up-to-date, aber SimHub-Updaten hat sich wirklich gelohnt, denn SimHub unterstützt jetzt auch Le Mans Ultimate. Du hast jetzt also in Version 9.2.3, wie du hier oben sehen kannst, Le Mans Ultimate. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, alles funktioniert. Bus-Shaker funktionieren, die Telemetrie wird ausgelesen, also meine Dashes funktionieren und das sogar ohne großartige Probleme. Also selbst die ganzen Lampen am Lenkrad, also alles ist gerade integriert und funktioniert. Es funktioniert noch nicht top-notch. Also da sind noch ein, zwei Dinge, die wahrscheinlich über die Zeit der Entwicklung von Le Mans Ultimate ausgebadet werden müssen oder korrigiert werden müssen. Aber die Grundfunktionen sind aktuell drin und man kann sie benutzen. Ein kleiner Hinweis, falls ihr Bus-Shaker habt, so wie meine Wenigkeit, ich würde euch wirklich wärmstens empfehlen, ein eigenes Profil zu machen für Le Mans Ultimate. Also normalerweise, mein Standardprofil läuft bei 50% Volume. Die 50% haben meine Maus ungefähr 8572 Mal von meinem Rig runtergeschmissen, weil hier wirklich alles wackelt. Alles. Also falls du mal so richtig Bock auf eine Massage hast for free und du hast Bus-Shaker, dann würde ich dir Sebring empfehlen mit sehr viel Lautstärke.
Also wirklich, ich habe das, am Anfang habe ich das gar nicht mitbekommen, weil ich immer Kopfhörer auf habe. Und dann habe ich es letztes Mal, weil ich das hier alles durchgegangen bin, durchprobiert ohne Kopfhörer. Und ich habe die ganzen Schrauben gesucht, die geklackert haben. Also ich würde euch wirklich wärmstens empfehlen, das auf etwas weniger zu stellen. Wenn ihr eure Dashes habt, bei mir hat bis jetzt also meine Evil Rank DD und auch mein Lovely Dash auf meinem Dashboard, die haben von Haus aus funktioniert. Ich musste da nicht großartig irgendwas einstellen oder irgendwas machen. Auch die ganzen Tastenkombinationen, beziehungsweise ich nenne es mal vorsichtig Skripte, dass sie ausgehen und angehen, wenn Zündung ist etc. pp. Funktionieren jetzt auch hier wunderbar mit SimHub. Also es lohnt sich, SimHub abzudaten, denn LMU ist jetzt da drinne. Wenn du startest, bitte pass auf, wundere dich nicht, beim ersten Start wird das nicht gleich funktionieren. Weil hier oben wird eine Leiste auftauchen, wo du, also der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon kennen, aber für die Neulinge, hier kommt eine Leiste, da steht drinne, please fix it automatically, und du musst das dann klicken. Und dann wird das hier erst alles miteinander verbunden, dann wird sich da reingehackert, dann macht er halt den Neo und dann funktioniert das alles. Am Ende lernen sich, glaube ich, die beiden Programme einfach nur kennen. Nur hat das andere cooler geklungen. Und damit kannst du deine ganze Experience in Le Mans Ultimate noch ein bisschen verbessern und dir die kleinen Helferchen nach Hause holen, die du wahrscheinlich vermisst aus den anderen Simulationen. Und vielleicht, falls du Streamer bist, damit auch deinen Zuschauern ein bisschen mehr geben und nicht nur so ein puristisches Overlay. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Falls du noch weitere Programme bzw. Tipps hast, die wir ja nutzen können oder was mittlerweile schon für Le Mans Ultimate da ist, schreib uns das doch bitte in die Kommentare, weil das hier ist immer so ein schöner Sammelthread, wo man ja was finden kann, ohne großartig 30.000 Seiten bei Google durchzugucken und in irgendwelchen Foren in der 80-millionsten Unterseite was zu finden. Und so hast du es hier auf einem Fleck. Das wäre cool, wenn wir das zusammentragen könnten. Dankeschön, dass du dir das angesehen hast. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Hoch, runter ist für mich beides fein. Wenn es dir gefällt, haust du hoch. Wenn es dir nicht gefällt, knallst du runter. Und dann sage ich ciao, Kakao. Und vielleicht sehen wir uns mal im Livestream, der nämlich von Dienstag bis Sonntag jeden Tag stattfindet ab 14 Uhr. Also schau doch mal vorbei und bis späti.